Der Super Nintendo ist nicht nur die beste 2D-Konsole von Nintendo, sondern auch ein richtig gut designtes Stück Hardware. Ich meine, schaut euch diese sexy Rundungen an, das bezaubernde Logo oder die wunderschönen bunten Knöpfe auf dem Controller. Der Super Nintendo ist perfekt. Zumindest, wenn ihr in Europa oder Japan lebt. Wenn ihr nämlich aus Good Old America kommt, dann hattet ihr nicht diesen, sondern diesen Super Nintendo. Doch warum finde ich den amerikanischen SNES so hässlich? Wieso hat er andere Farben als in anderen Ländern? Und ist er wirklich die hässlichste Konsole von Nintendo? All das erfahrt ihr in diesem Video. Konnichiwa, ich bin Akido und hier bei uns im schönen Bayern sagt man, der eine mag Spätzle, der andere heut nicht. Oder um es im vernünftigen Deutsch auszudrücken, Geschmäcker sind halt verschieden. Und so ist es auch bei der US-Version des Super Nintendos. Den einen gefällt er, den anderen halt nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Doch ich persönlich finde seine kantige Form und das Fehlen der Farben halt schon irgendwie, naja, hässlich. Doch warum gibt es überhaupt eine extra amerikanische Version der Konsole? Um diese Frage zu beantworten, gehen wir eine Konsolengeneration zurück, nämlich zum NES, der ersten richtigen Nintendo-Konsole. Ich habe ja schon in einigen Videos mal erwähnt, dass Atari als Big Player der Videospielindustrie irgendwann pleite ging und beinahe die gesamte Industrie mit in den Abgrund gerissen hätte. Und nach Ataris Pleite gab es in den Staaten eigentlich keine ernsthafte Videospielfirma mehr, bis Nintendo den NES veröffentlichte und damit ordentlich Mula in Amerika machte. Nein, ernsthaft, der NES verkaufte sich in den USA besser als überall sonst auf der Welt. Nice. Sogar besser als in Nintendos Heimatland Japan. Und auch damals hatte die Konsole für den westlichen Markt ein eigenes Design. Denn das japanische Original hatte ja noch ein ganz anderes Aussehen. Und als Lance Barr, damals Product Design Director bei Nintendo, den Auftrag bekam, ein Design für das amerikanische Super Nintendo zu erstellen, nahm er logischerweise den erfolgreichen NES als Vorlage. Er überlegte sich also, warum der NES damals in Amerika besser verkauft wurde als in Japan und dachte sich, das liegt bestimmt an diesen kantigen Aussehen. Also fertigte er ein paar Entwürfe, die alle dasselbe kantige Design wie auch schon der NES hatten. Doch Lance war mit diesen Entwürfen noch nicht zufrieden. Er wollte nämlich nicht nur die guten Eigenschaften des NES übernehmen, sondern auch die schlechten verbessern. Deswegen machte er auch gleich die Oberfläche ein wenig rund und uneben. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, einer der Hauptgründe, warum der alte NES damals zur Reparatur eingeschickt wurde, war ein Wasserschaden. Verursacht, weil die Leute ihre Getränke auf den NES gestellt haben. Bis sie halt irgendwann umgefallen sind. Wie dumm muss man eigentlich sein, sein Getränk auf dem NES zu stellen? Ich meine, es weiß doch schließlich jeder, dass die Nintendo Switch viel besser dafür geeignet ist. Naja, jedenfalls wurde deswegen die Fläche hier abgerundet und der Rest stufenweise aufgebaut. Außerdem wurde der Modulschacht nach oben und die Lüfter nach hinten verlegt. So kam bestimmt niemand mehr auf die Idee, seine Pepsi auf dem Ding abzustellen. Aber seien wir mal ehrlich, wer stellt auch schon seine Pepsi irgendwo hin? Denn wenn die einmal geöffnet wurde, muss man die sofort austrinken, weil die so lecker ist. Außerdem änderte er die bunten Farben der Konsole in ein erwachsenes, Lila. Einfach weil er fand, dass die bunten Farben viel zu soft und zu kindisch für den knallharten Markt in America war. Doch die Änderungen hören nicht bei der Konsole auf. So wurde auch der Controller minimal angepasst, da man auch hier die farbigen Button alle in lila färbte. Und zur besseren Unterscheidung hat man diese zwei Knöpfe auch leicht nach innen gewölbt. Außerdem wurden auch die Spiele für den amerikanischen Markt angepasst. Die Module waren hier nämlich alle ein Stück größer als im Rest der Welt und auch kantiger. Und meiner Meinung nach auch hässlicher. Dafür hatten die aber diese Top-Labels, an denen man von oben sehen konnte, welches Spiel das denn ist. Ziemlich praktisch. Aber die wichtigste Frage müssen wir ja noch beantworten. Ist der amerikanische SNES wirklich die hässlichste Nintendo-Konsole? Im Vergleich zum NES tut sich da nicht viel. Der war nämlich auch nicht gerade schön. Doch immer noch besser als dieser SNES. Und die anderen Nintendo-Konsolen? Die waren alle ziemlich cool. Auf jeden Fall weit über der Liga des Super Nintendos. Natürlich hat auch Nintendo
schon hässliche Hardware veröffentlicht. Zum Beispiel den 2DS oder den Virtual Boy. Da das aber Handhelds sind, zähle ich die mal hier nicht als Konsole. Also ja, der amerikanische Super Nintendo ist meiner Meinung nach die hässlichste Nintendo-Konsole. Die schönste ist übrigens der GameCube oder die transparente Version des N64. Die ist durchsichtig. Wenn ihr jetzt noch mehr Prototypen von Nintendo sehen wollt, schaut euch dieses Video von mir über den Nintendo Giga League an. Tada!